Eine neue Saison und eine neue Ausgabe Wormatia aktuell. Schön, dass ihr dabei seid, liebe Wormatia-Fans. Freue mich sehr, meine Gäste begrüßen zu dürfen. Der erste Vorsitzende Florian Natter. Hallo Florian, schön, hallo, dass du da bist. Dich. Und Wormatia Edelfan, könnte man fast sagen. Christian Becker, Wormatia Chris, schön, dass du da bist. Hi. Ja, Saisonauftakt, ganz ordentlich bisher. Florian, wie ist dein Eindruck? Ja, also ich persönlich bin zufrieden, wir im Verein sind auch zufrieden. Ich glaube, es war von Anfang an natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie kommt die junge Mannschaft rein. Wir hatten natürlich durch die Verletzungen jetzt das eine oder andere stabile Gerüst. Gerade Sandro fehlt natürlich. Bitburg, wenn man die erste Halbzeit sieht, war man, glaube ich, klar überlegen. Und durch das 1:2 ist es am Ende dann natürlich noch mal ein bisschen kabbelig geworden. Und Vettersheim waren die letzten Jahre, egal mit welcher Mannschaft wir gespielt haben, immer knapp. Und die Vettersheimer haben, wenn die vier älteren Herren, Sie mögen es mir verzeihen, mitspielen. Vettersheim ist eine absolut sehr gute Oberligamannschaft. Insofern, wir sind zufrieden. Wie du sagst, ältere, Stichwort Erfahrung. Christian, wenn man die jüngsten Neuverpflichtungen der Wormatia liest, dann denkt man, das ist eine A-Jugend, die da nach und nach verpflichtet wird. Sehr viele junge Kräfte, natürlich ja, toll, aber so ein bisschen Erfahrung, das fehlt manchen. Wie siehst du das? Ja, das sicher, die sind jetzt alle noch sehr jung. Und soweit ich es mitgekriegt habe, ist sogar, glaube ich, die erste Mannschaft teilweise im Schnitt jünger gewesen als die U21. Aber die haben das ganz wacker geschlagen, das passt doch eigentlich ganz gut. Und wir haben ja doch auch noch ein paar Erfahrene dabei, wie jetzt den Umuzentürk mit seinen 25 oder 26 Jahren hat. Und Stefan de Meyer, der uns ja das 1:1 dann noch gerettet hat mit dem Nachschuss beim Elfer in Vettersheim und mit seinen 30 Jahren. Ja, also ich bin da schon ganz guter Dinge. Du stehst ja immer auf der Vortribüne, hast du deinen festen Platz. Und da war auch beim Saisonauftakt viel los. Also da muss man sagen, sicherlich Enttäuschung noch da nach dem Abstieg. Ja, aber warst du überrascht, dass da so viel los war? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass zumindest der ganz harte Kern sowieso kommt. Und genau so war es. Wir sind im Prinzip die Leute, die sowieso immer auf der Vortribüne sind. Da fehlt kaum jemand, wenn überhaupt. Das sind an anderer Stelle, die dann die Leute erstmal wegbleiben. Aber die kommen dann auch wieder, wenn es halt ein bisschen besser läuft. Und im Moment macht es ja ganz gut den Anschein, dass es so erstmal gut anfängt. Ja, also die ganz Treuen sagst du natürlich. Nichtsdestotrotz, wie lange hast du noch geknabbert an diesem Abstieg, weil viele auch das Gefühl hatten, der war vermeidbar. Ja, der war natürlich total vermeidbar gewesen. Aber ja, was hinter dem Flug liegt, ne, das ist gezackert. 5 € ins Phrasenschwein oder 3. Aber was, ist direkt abgeschlossen? Hast du ja, nicht noch ein paar Nein, Wochen? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Man ist natürlich dann schon damit beschäftigt, aber ja, es muss ja irgendwo weitergehen. Und ich war auch dann schon relativ schnell, war mir das dann auch schon wieder so weit okay, dass es jetzt so ist, wie es ist. Es bringt ja nichts, da ist lang nachzukarten. Und müssen wir schauen, dass wir mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, sind genug Leute weggegangen, sind auch ein paar neue gekommen, viel Junge, wie du gesagt hast. Und da hoffen wir natürlich, dass sie sich relativ schnell finden. Der Peter Tretter, der hat da ein sehr gutes Händchen für die jungen Leute, das hat man schon gemerkt. Dafür war er ja auch bekannt. Und also toi, toi, toi. Also natürlich das Positive, mutmaßlich werden wir einige mehr Siege in dieser Saison feiern, Florian. Das macht natürlich auch mehr Freude, wenn es nicht jede Woche knapp ist und nicht jede Woche auch mit einer Niederlage zu rechnen ist. Das ist ja bei jedem Fußballfan so. Ja, es gibt ja auch Stimmen im Umfeld, die sagen, lieber spielen wir die ganze Zeit in der Oberliga vorne, als in der Regionalliga immer gegen den Abstieg. Das sehe ich schon noch ein bisschen anders, weil wir Leistungsanspruch haben. Mhm. Auch wenn natürlich, klar, in der Oberliga macht es von den Gewinnen mehr Spaß, aber der Druck in der Oberliga ist genauso. Zumindest dann in Saisons, wo wir dann uns auch klar vornehmen, aufsteigen zu wollen. Das hatten wir ja dann in der Aufstiegssaison auch. Da musste man auf jeden Punkt achten und das macht es dann auch nicht einfacher. Also es ist unterschiedlich. Ich sage auch, die Dorfplätze haben ihren Reiz für eine gewisse Zeit. Aber die Wormatia sollte schon den Anspruch haben, Regionalliga-Fußball zu bieten. Das heißt, mit Blick auf das Saisonziel, da war natürlich auch so ein bisschen Unmut bei den Fans zu spüren. Das war sehr defensiv, was ihr da formuliert habt. Manche haben gesagt, also ein bisschen Selbstbewusstsein täte der Wormatia auch gut. Was ist denn das Saisonziel? Wo wollt ihr hin? Ja, also wir haben eigentlich ein Zwei-Jahres-Ziel. Also in der zweiten Saison ist ganz klar Aufstieg das Saisonziel. In der ersten Saison ist es so, die junge Mannschaft muss sich finden, soll sich weiterentwickeln. Ich glaube, wir haben
extrem viel Potenzial. Also sind Spieler dabei, die uns noch viel Freude machen werden. Das braucht aber Zeit. Ich meine, für viele sind das die ersten Spiele im Herrenbereich. Das sieht man in der einen oder anderen Situation dann auch noch. Also da ist das klare Ziel, sich weiterzuentwickeln als Mannschaft. Das ist auch der Auftrag ans Trainerteam. Und dann schauen wir, wo wir rauskommen. Ja, also mir fällt es noch sehr schwer, die Liga einzuschätzen. Man hat sicherlich mit Eintracht Trier eine Mannschaft, die gestanden ist. Ja, die sollte der klare Favorit sein. Und alles, was dahinter passiert, das wird sich jetzt erst noch zeigen. Und da sollten wir dann irgendwo uns so entwickeln, dass wir schön Fußball erfolgreich sind. Und wenn wir am Ende der Saison eine Chance haben, in den Aufstiegsrennen mit einzugreifen, dann sind wir natürlich auf jeden Fall dabei. Ja. Aber das ist jetzt nicht das vorgegebene Ziel. Ich glaube, das wäre auch der Mannschaft gegenüber unfair, den 18-, 19-Jährigen zu sagen, ihr müsst jetzt aufsteigen. Also macht, glaube ich, wenig Sinn. Also mit jungen Leuten etwas aufzubauen, ich denke, da sind alle mit einverstanden. Die Frage natürlich, wie langfristig etwas aufbauen, wenn viele Verträge nach einem Jahr enden. Also das klingt nach einem Konflikt. Wie kann man das aufbauen? Ja, also vordergründig ist, es wird immer ein Konflikt bleiben. Ja, also man wird immer Spieler haben, die jetzt bei uns extremes Leistungssprung machen. Die wird man auch nicht halten können, weil ein 18-, 19-Jähriger, der dann ein Angebot kriegt, entweder von einem ambitionierten Regionalligisten oder sogar vom Drittligisten, dann, das kann man nachvollziehen und ist auch richtig, dass er es versucht. Wir haben aber auch Beispiele wie jetzt mit Sandro und mit Fatih, dass die Spieler nach ein paar Jahren auch wieder zurückkommen können. Und ich glaube, deswegen habe ich auch immer gesagt, den Wandel, den wir jetzt vollziehen, das ist nichts, was von heute auf morgen geht. Das ist ein Prozess. Und der Prozess muss sozusagen dahin auch enden, dass wir die Anlaufstelle für die Top-A-Jugendlichen sind. Deswegen sind wir ja gerade mit Sandhausen und Darmstadt, haben wir ja ein bisschen geguckt, weil die keine zweite Mannschaft haben. Und dass sozusagen die Top-A-Jugendlichen, die jetzt nicht in den Nachwuchsleistungszentren waren oder dort nicht in die zweite Mannschaft vom Bundesligisten kommen, dass die bei uns aufschlagen. Und natürlich werden wir nicht 100% halten können, aber das Ziel muss sein, und wir haben nicht nur Einjahresverträge, es gibt auch Zweijahresverträge, aber das Ziel muss natürlich sein. Und klar, wenn man aufsteigt, hat man natürlich bessere Karten, die Spieler zu halten. Aber es gibt ja Vereine, ich nenne da immer gerne Schott als Beispiel, die es ja auch packen, egal in welcher Liga sie spielen, einen großen Stamm zu halten. Und das muss auch unsere Herangehensweise sein, dass 70%, jetzt nicht auf die Prozentzahl festnageln, aber konstant, egal in welcher Liga bei uns ist und sich mit uns weiterentwickelt. Aber da muss der Verein sich natürlich auch weiterentwickeln, weil sonst sagt ein Spieler, ja, Oberliga ist nicht das, warum ich jetzt 3 Jahre im Nachwuchsleistungszentrum war. Ja. Du hast es gesagt, Darmstadt aus der Region, da kommt Daniel Kasper, absoluter Publikumsliebling. Christian, wie wichtig war, dass er auch frühzeitig das Signal der Verlängerung gesetzt hat? Das war ein absolut wichtiges Zeichen, und ich habe das ja auch gesehen, wo er hier in der Sendung war. Und man merkt halt, dass er auch ein Mensch ist, der genau das braucht, diese Nähe zu den Fans und diese Bestätigung. Der ist auch noch jung. Und da hatte auch in der letzten Saison an manche Dinge zu knabbern, wo es nicht so lief. Mhm. Ne? Und da freut es mich umso mehr, dass er dann sich entschieden hat, auch hier zu bleiben, weil er weiß, was er am Verein und am Umfeld hat. Und natürlich genial, dass er noch gegen Bitburg dann auch in letzter Sekunde den Deckel drauf gemacht hat mit einer schönen Aktion. Das war schon klasse. Ja, gutes Stichwort. Er war bei uns im Studio, auch sehr eloquent, hat uns teilhaben lassen an seinen Gedanken. Du hast es ja sicher gesehen, Florian. Mhm. Also das ist natürlich auch für den Verein wichtig, dass so Leute, auch noch relativ jung, aber trotzdem Identifikationsfiguren, der hatte ja im vergangenen Jahr so sehr gelitten, dass er in Trier nicht spielen durfte. Das hat man gespürt, wie enttäuscht er war durch die rote Karte. Also das war offenbar ein ganz wichtiger Baustein für euch. Ja, also als die Möglichkeit da war, also das ist ja so eine Transferperiode, entwickelt sich ja, aber als wir die Möglichkeit hatten und von ihm die Signale bekommen haben, dass er bereit wäre zu bleiben, haben wir natürlich gleich gesagt, da müssen wir jetzt einen Deckel drauf machen. Ja, weil zum einen sind es genau die Spieler, die auch die Identifikationsfiguren, die wir ja suchen. Er hat noch auch Potenzial, sich weiterzuentwickeln, das weiß er auch selbst. Für uns ist es ein Top-Stürmer, ja, aus den genannten Gründen. Insofern war das so eine Initialzündung, dass nicht der eine oder andere hat ja gemeint, jetzt gehen sie alle weg. Ja. Und nein, so Spieler brauchen wir, keine Frage. Und wir werden natürlich auch weiter versuchen, ihn an den Verein zu binden. Ja. Du sagst es, Stürmer, also ist ein toller Stürmer, aber das war in der vergangenen Saison natürlich eine der großen Baustellen der Baumatia. Und viele fragen sich, wie sieht's aus in dieser Transferperiode? Kommt da noch ein Knipser? Du kannst es jetzt verkünden. Ich kann es jetzt verkünden, dass wir noch keinen haben. So ehrlich muss man sein. Also natürlich, wir brauchen noch einen Stürmer. Und am Ideal natürlich auch einen erfahrenen Stürmer. Und
Wir haben gerade heute leider wieder eine Absage bekommen. Von wem? Das möchte ich jetzt hier nicht sagen, weil das mit dem Spieler auch nicht abgestimmt ist. Aber ein Spieler, der sowohl in der Regionalliga als auch in der Oberliga seine Tore schon gemacht hat. Wir haben einige Absagen bekommen. Warum wollt ihr? Das ist total unterschiedlich. Also da bei dem, nein, bei dem Spieler ist es eine private Situation. Der möchte jetzt einfach mal ein paar Monate kürzer treten aufgrund anderer Geschichten. Das ist auch absolut nachvollziehbar und zu respektieren. Muss man schauen, vielleicht kommt man dann in der Winterpause nochmal zusammen. Wir haben Absagen bekommen von Spielern, wo wir uns wundern, wenn wir sehen, wohin die dann gegangen sind. Ja, da fragt man sich dann schon, ob die gut beraten sind, aber das ist ja nur unsere subjektive Meinung. Am Geld hat es in der Transferperiode bei keinem Spieler bisher gescheitert. Ja, also das waren immer andere Gründe. Am Ende ist es ja auch so, wir leben in einem freien Land, jeder kann spielen, wo er will. Der Markt ist dieses Jahr in der Oberliga extrem eng, was Stürmer angeht. Das merken wir. Wir wollen auch bewusst Stand jetzt nicht einen Spieler wiederholen aus dem Norden, aus dem Süden, weit weg. Aber das ist in der Neuner-Position, wird das eine Herausforderung werden. Aber klar ist, das hat man ja auch gesehen, momentan spielen wir mit Lazar Ilic als zweiten Backup-Stürmer, weil der Marlon Ludwig jetzt auch noch im Urlaub ist. Wenn Daniel sich verletzt, das funktioniert dann nicht. Ja. Und deswegen, wir müssen was machen, haben noch 3 Wochen Zeit und es wird auch noch was passieren. Sehr gut, wir nehmen dich beim Wort. Ja. Ihr seid als Vereinsfunktionäre natürlich auch immer Diplomaten, das merkt man hier natürlich, ist auch zu respektieren. Aber interessant war auch in einer Pressemitteilung, eine gewisse Enttäuschung war zu spüren, dass zum Beispiel der Giovanni den Verein verlassen hat. Also da habt ihr auch trotzdem noch höflich formuliert, aber man hat gemerkt, eine gewisse Enttäuschung war da. Wie kam das, dass er war irgendwie in der Vorbereitung noch kurz da und dann weg? Nein, bei Giovanni ist es ganz eindeutig. Giovanni hat einen neuen Berater und das kann ich so offen sagen. Aus unserer Sicht ist er schlecht beraten, kann jetzt nicht ins Detail gehen, aber das hängt auch mit Visum und so zusammen. Aus unserer Sicht kann er gar nicht woanders einen Vertrag unterschreiben. Ja, das tut uns extrem leid, weil wir haben für den Giovanni sehr viel getan. Der Giovanni ist ein feiner Kerl, total lieb. Aus meiner Sicht, da ist er einfach naiv. Der Berater hat ihm von der großen, weiten Welt, dem großen Geld vorgeschwärmt. Und da sind wir dann als Verein dann einfach auf Granit gestoßen und müssen es auch akzeptieren, so leid mir es für ihn auch tut. Es ist sicherlich ein Spieler, der uns sehr gut getan hätte, vom Sportlichen, auch vom Menschlichen. Wir haben in der Winterpause, die Mannschaft hat gesammelt, wir Funktionäre haben noch Geld dazu gegeben, dass er nach Hause fliegen kann, das erste Mal wieder nach Brasilien. Also wir haben seinen Achillessehnenriss, das habe ich live miterlebt in Völklingen, bin ich mit ihm ins Krankenhaus gefahren und alles. Wir haben wirklich alles getan und ich bin ihm persönlich auch nicht böse, weil das ist aus meiner Sicht ganz klares Beraterthema und das ist halt leider schade, dass Spieler auch in der Oberliga, Regionalliga da schon so fremdgesteuert werden. Christian, wie hast du das verfolgt? Das war ja auch wirklich ein beliebter Spieler auf der Außenbahn, hat dafür Wirbel gesorgt. Als du die Pressemitteilung gelesen hattest, was ging dir durch den Kopf? Ja, ich war auch natürlich erstmal enttäuscht. Mhm. Aber so, wie es der Florian sagt, was soll man da machen? Da steht man machtlos davor und denkt, es ist wirklich schade um den guten Kerl, weil er war schon ein guter Baustein in der Mannschaft in den letzten Jahren. Ne? Und ich hätte ihn gerne noch länger gehabt. Ist denn das Tischtuch endgültig zerschnitten? Oder kann es sein, dass ihr vielleicht in ein paar Wochen merkt, Mensch, Matthias war doch ganz gut? Also das Tischtuch ist prinzipiell im Fußball oder im Sport nie zerschnitten. Das muss man einfach sagen. Man darf nie was ausschließen. Beim Giovanni gibt es einfach ein Visumthema auch noch. Ja, das muss man dann auch lösen. Das ist auch für einen Verein wie die Matthias. Ich habe mal intern gesagt, wir machen sowas nicht mehr. Weil es extrem aufwendig ist, so ein Visum auch dann zu beantragen. Und dann kriegt man von den Beratern meistens nicht mehr so viel Unterstützung. Das muss dann der Verein meistens machen. Beim Giovanni, wenn er jetzt zu uns käme und sagt, lass uns nochmal zusammensetzen, dann muss es am Ende der Trainer entscheiden, ob er das möchte, ob es in sein Konzept reinpasst. Und wenn der Peter sagt, er möchte ihn haben, dann werden wir sicher uns nochmal hinsetzen. Ja, weil, wie ich vorhin sagte, Giovanni kann am wenigsten dafür. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es kommt. Da müsste er sich vom Berater trennen und das, glaube ich, macht er nicht. Also das ist natürlich auch interessant in der Transferperiode, das zu verfolgen im großen Transfermarkt.de, aber auch so, was sich bei der Wormatia tut. Christian, klar, im Sturm fehlt es noch. Auf welcher Position würdest du sagen, da haben wir auch noch Bedarf? Ich denke eigentlich, dass man vielleicht schauen soll, dass wir in der Abwehr da noch was tun. Also grundsätzlich
Wir haben ja den Stefano Mayer jetzt da hinten drin als Erfahrenen. Ja. Und da hofft man natürlich, dass der die Jungs da hinten zusammenhält. Aber auch da weiß man nie, was passiert. Und wenn du dann 4 19-Jährige da hinten stehen hast, könnte es schwierig werden. Also es wäre vielleicht nie verkehrt, noch ein Backup zu haben. Ne? Was natürlich auch diese Transferperiode geprägt hat und viele überrascht hat, ein Stück weit dann doch nicht überrascht. Unser Romazia-Kollege Kurt hat den Verein verlassen. Wie hast du das wahrgenommen? Da gab es ja auch bei den Fans ein bisschen Unmut, einige Plakate in der vergangenen Saison. Was soll ich jetzt dazu sagen? Er hat jetzt die Entscheidung für sich getroffen und hat sie auch begründet. Und das ist halt einfach zu respektieren und zu akzeptieren. Und ich bin da jetzt nicht jemand, der da irgendwie da jetzt halt noch irgendwie nachtritt oder irgendwas erzählt oder Sprüche macht. Es war jetzt für ihn die Entscheidung, die er so treffen wollte und treffen musste für sich. Und das ist okay. Ja. War es denn auch in deinem Sinn individuell subjektiv als Fan oder wie hast du es empfunden? Also ich, ja gut, es ist ja immer so ein Miteinander und der Herr Hess ist ja auch schon gegangen, beziehungsweise war vorher schon irgendwie klar, dass er den Verein verlässt. Ja, wie gesagt, es wird vernommen und bemerkt und ja, es ist jetzt so, wie es ist, aber groß weiter dazu äußern, wüsste ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Weil, wie gesagt, alles, man will ja niemand auch irgendwie jetzt was hinterherwerfen ja, oder klar. So. Ne? Er hat ja schon auch sicherlich immer aus seiner Sicht im besten Sinne für den Verein handeln wollen und auch gehandelt. Und wir hatten ja auch tolle Oberliga-Zeit, ne? auch mit seiner, unter seiner Regie, mit seiner Arbeit. Also. Das daher, gehört bei der Gesamtbetrachtung auch dazu, ja, aber ich merke, auch die Fans sind manchmal ein bisschen diplomatisch. Florian, wurdet ihr überrascht von seinem Rückzug oder hat sich das angedeutet? Wie war es für euch? Ja gut, ich bin mit Ibrahim im engen Austausch gewesen und es hat sich die letzten Wochen schon so ein bisschen auch angedeutet. Es ist auch mein... Ich habe das in dem letzten Vorwort auch geschrieben, Sportvorstand und sportlicher Leiter ist das emotionalste Amt, was man begleiten kann im Fußballverein und speziell auch bei der Romazia. Es ging ja jetzt nicht nur um Ibrahim so, den Vorgängern ging es ja manchmal auch so. Kann es auch alles verstehen. Es ist ein bisschen schade, dass es manchmal auch aus meiner Sicht ein bisschen oberflächlich beurteilt wird. Mein Ibrahim hat Fehler gemacht, das weiß er. Wir haben alle auch Fehler gemacht, das wissen wir auch. Trotzdem bin ich immer froh über jemanden, der sich so engagiert. Der Ibrahim hat wahnsinnige Stunden für den Verein, hat sein eigenes Unternehmen auch vernachlässigt, um für den Verein gerade auch in der schwierigen Transferperiode da zu sein. War auch oft bei uns im Studio, ja, hat sich die Zeit dafür genommen. Dass da nicht alles gut lief, das weiß er. Unterm Strich bin ich ihm dankbar. Ich glaube, und das weiß er auch, unterm Strich war es aber auch jetzt die richtige Entscheidung. Und da muss man auch Respekt vor ihm haben, dass er sagt, er möchte den Druck von der Mannschaft nehmen. Er möchte nicht am ersten Spieltag der jungen Mannschaft so ein Kurt-Raus-Plakat im Rücken haben. Und deswegen war es die richtige Entscheidung. Wir sind weiterhin im Austausch. Er wirkt, glaube ich, auch ein bisschen gelöst. Ja. Er verfolgt die Womaze noch immer mit viel Herzblut und das ist auch gut so. Und ich denke auch, ich zumindest würde mich freuen, wenn er irgendwann auch wieder mal zum Spiel kommt. Und ich denke, der ein oder andere Fan bei aller berechtigten Kritik kann dann vielleicht auch das eine oder andere nochmal einordnen. Es ist immer schwer in so einem Amt, allen kann man sowieso nicht recht machen, aber gerade in einer Regionalliga-Saison, wo man weiß, dass es für die Womazia immer ein bisschen schwierig wird, da ist die Kritik dann auch natürlich schnell da. Du hast die Plakate angesprochen, hattest du den Eindruck, dass dieser Gegenwind von den Fans seine Entscheidung beeinflusst hat oder war es tatsächlich, er hat ja auch berufliche Gründe angeführt, ist ja auch sehr nachvollziehbar. Was denkst du? Ja gut, am Ende ist es immer ein Potpourri von allem. Ja, also natürlich ist es nie schön, wenn man für sein Ehrenamt dann auch noch stark angegriffen wird. Aber man ist auch als Womazia, auch wenn man ein kleiner Verein sind, irgendwo doch eine Person des öffentlichen Lebens in Worms. Insofern muss man damit rechnen und das dann am Ende auch aushalten können. Das hat er auch. Bei ihm kamen einfach mehrere. Er hat in der Firma, wie ich sagte, viel Zeit dem Verein gewidmet. Er muss sich jetzt auch um die Firma widmen, hat da große Projekte anstehen. Und ich glaube, dass das Gesamtthema und dann auch, dass er auch gemerkt hat, dass der Gegenwind nicht nachlässt. Ja, manchmal ist es ja so, wenn dann der sportliche Erfolg kommt, nimmt nach. Das war in dem Fall ja auch jetzt dann nicht zu erwarten.
Und dann hat er gesagt, ich möchte auch keinem zur Last fallen. Ja, und das muss ich sagen, das machen nicht alle. Fand ich einen absolut tollen Schritt von ihm. Und ja, er ist weiter im Verein positiv verbunden, gibt uns auch immer noch Ratschläge oder wenn wir irgendeine Frage haben, wie war was, weil, wie du es ja auch sagst, Norbert ist auch weg, da ist schon ein kleines Vakuum. Aber wir kriegen von beiden alle Informationen und wir unterstützen beide. Norbert war jetzt bei beiden Spielen auch da. Insofern, das geht weiter. Und für mich sind Trainer und sportliche Leiter die zwei wichtigsten Positionen im Verein. Trainer haben wir gut besetzt, sportlicher Leiter werden wir gut besetzen. Gibt es da was Näheres? Bis wann? Vielleicht einen Zeitplan? Ja, das hängt eigentlich schon an einem anderen Thema. Aus meiner Sicht sollte man das Haus so aufbauen, dass wir erst einen Sportvorstand haben. Mhm. Es ist immer ein bisschen schwierig, erst den Angestellten, dann den Vorgesetzten zu besetzen. Beim Sportvorstand auch da offene Transparenz. Wir haben noch keinen. Ja, wir führen Gespräche mit verschiedenen Kandidaten. Es ist aber ein Amt bei einer Vomatia, was jetzt auch nicht in 5 Stunden pro Woche abgearbeitet ist. Ja, also das muss auch bei den Personen in die Lebensumstände reinpassen. Ich glaube, auch die ganze Kritik, die da öffentlich ist, hat jetzt den einen oder anderen vielleicht auch nochmal zum Nachdenken gedacht. Also wir sind auch offen für weitere Vorschläge oder wenn Leute sagen, sie hätten da Lust drauf und fühlen sich befähigt, jederzeit melden. Wir führen mit allen Gesprächen. Ja. Wenn wir es nicht hinkriegen sollten, einen Sportvorstand zur Mitgliederversammlung zu präsentieren, das muss man ja ins Kalkül ziehen, dann werden wir natürlich einen sportlichen Leiter installieren. Ja, also da sind aber auch noch, da gibt es konkrete Gedanken in verschiedene Richtungen, aber da sind noch keine Gespräche geführt worden aus den eben benannten Gründen. Also es scheint so eine Trennung von Sportvorstand und sportlichem Leiter, das angestrebt zu sein, nehme ich das? Ja. Ja, es muss ja auch. Also wir haben ja allein in der Satzung drinstehen, ein Sportvorstand ist ehrenamtlich, ein sportlicher Leiter ist ein Angestellter des Vereins. Bei der Vomatia, glaube ich, wird es ganz schwer werden, einen sportlichen Leiter auf ehrenamtlicher Basis zu finden. Insofern ist da die Trennung, auch wenn der eine oder andere sagt, der eine wird bezahlt, der andere nicht, machen wir eigentlich im Großen und Ganzen für den Sport. Aber so ist halt die Satzung, Vorstand ist ehrenamtlich, insofern wird es auf jeden Fall getrennt. Wir wollen auch nicht Trainer und sportliche Leiter, das gab es ja bei der Vomatia auch schon mal, das wollen wir auch nicht, weil Peter hat jetzt schon einiges auf dem Tisch und ich glaube, Peter soll sich um die junge Mannschaft kümmern und wir als Verein haben die Aufgabe, den bestmöglichen sportlichen Leiter an die Seite zu stellen. Christian, welchen Eindruck hast du von Peter Tretter? Er engagiert sich für die jungen Leute, das merkt man. Wie nimmst du ihn wahr an der Seitenlinie? Was ist dein Eindruck von ihm? Also er ist schon ein sehr, sehr, sehr routinierter Trainer, klar. Die Erfahrung, die er hat, ist entsprechend dazu passende Alter hat er. Also dass er da nicht jetzt wild rumhüpft, ne, an der Seitenlinie während dem Spiel, ist auch irgendwo klar. Und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, der weiß schon, wie er die Jungs irgendwie anpacken muss, ne, damit es so läuft alles und funktioniert, wie er sich das vorstellt. Da er ja, wie gesagt, schon ein gutes Händchen hat für die jüngeren Semester oder den Spielern. Und da bin ich sehr einverstanden damit, auf jeden Fall. Hast du den Eindruck, dass er auch bei den Fans viel Rückhalt genießt? Ich denke schon. Also ja, also wie gesagt, ich habe jetzt noch keinerlei Verlautbarung gehört von Fans, aber was wollen wir mit dem oder so irgendwie oder Schlimmeres, also gar nichts. Das ist also völlig okay. Der Peter Tretter ist zumindest zur Zeit, und das ist ja auch alles gut so, völlig aus jeglicher Schusslinie. Ne? Also er also ist zufrieden mit seiner Arbeit, so fühlt sich das an, so hört sich das an. Und ja, man sieht ja auch, wie er mitgeht, auch in der vergangenen Saison, wo es nicht so lief, wie er es sich gern gewünscht hätte, wo man teilweise sogar schon mitunter nach Mannschaftspressekonferenz so ein bisschen die Angst hatte, hey, der wird er jetzt nicht hinwerfen, das wäre jetzt total schade. Ja, und ja. Das klang tatsächlich zwischendurch so, aber er hat weitergemacht und wir haben es gesagt, er integriert junge Spieler, auch eine wichtige Figur im Jugendbereich, Norbert Voll zum Beispiel, also gibt natürlich ganz viele, jetzt ihn nur als Beispiel, der ist ja auch im Moment gut engagiert. Ja, also wir können froh sein, dass wir jemanden wie Norbert Voll im Verein haben, der ja immer so ein bisschen unterm Radar geflogen ist, aber der in der Jugend vieles bewegt hat. Er kommt ja aus dem Nachwuchsleistungszentrum, ist gelinde gesagt auch fußballverrückt im positiven Sinne. Sein Sohn spielt ja bei uns in der U21 auch. Ich habe mit ihm, mit Norbert schon zusammengespielt. Du hast mit ihm, ja gut, dann bist du ja perfekt. Aber es war aber in der
B-Klasse. Nein, also Norbert hat ein immenses Netzwerk in die Jugend. Ich glaube, die Entwicklung der letzten Jahre der Jugend, da kann er sich eine große Scheibe auf seine Liste schreiben, würde er nie so machen, aber er hat da viele Transfers, auch glaube ich den Nichtabstieg der B-Jugend letztes Jahr, da hat er im Winter auch nochmal einige Spieler dazu geholt. Und er war bereit, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, jetzt einzuspringen zusammen mit Marcel Gebhardt. Und er wirbelt da im Hintergrund schon, er arbeitet sich da richtig rein. Aber, und das ist auch die Wahrheit, klares Signal von ihm, temporär, nicht über 30.09. hinaus. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, man soll nie was ausschließen. Wir müssen schauen. Ja, er ist bei der BASF, er ist da gut eingespannt auch. Aber wir müssen schauen. Er ist für die Jugend eigentlich nicht verzichtbar oder unverzichtbar. Insofern ist es ja auch immer nicht gut, eine Baustelle zu schließen, eine andere wieder aufzumachen. Insofern müssen wir gucken. Wir sind froh, dass er da ist. Und seine beiden Söhne auch sehr erfolgreich, schon in der Jugend, 1. FCK und KSC. Also der hat wirklich Ahnung, der Mann. Ja, absolut. Norbert, natürlich auch eine Frage, die viele beschäftigt, der Etat, die Sponsoren, ein Brandbrief von TST im Frühjahr. Mhm. Das ist natürlich wichtig, dass die Unterstützung da auch finanzieller Art da ist. Wie sieht's aus mit dem Budget und sind die Sponsoren weiterhin an Bord? Wir sind zufrieden mit dem Budget. Wir haben, ich glaube, kann da jetzt nicht vorgreifen, aber da wird es auch noch eine Meldung in anderer Form zu den Sponsoren geben. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir erfahren da von den vier Großen, also wir haben ja, ich nenne es immer die drei Altsponsoren mit TST, EWR, Timbra und jetzt mit SAT, erfahren wir große Unterstützung von den Vieren. Insofern, wir sind absolut zufrieden, die stehen voll hinter dem Verein. Ich glaube, der offene Brief von Frank Schmidt und von TST, das war ein tolles Signal, nochmal, gerade in so einer schwierigen Zeit. Aber auch das EWR und mein Tim Brauer sowieso, die stehen immer hinter uns. Und mit SAT haben wir jetzt einen neuen wichtigen Partner. Und das Ziel muss sein, die vier zusammenzubringen und damit die Vomatia eine solide Basis zu geben. Und das ist Stand jetzt uns gelungen. Insofern sind wir da, wie gesagt, sehr zufrieden. Toll, also muss man auch wirklich auch als Fan dankbar sein, dass Menschen freiwillig ihr hart erarbeitetes Geld dem Verein zur Verfügung stellen. Das ist eine tolle Leistung, insbesondere über so viele Jahre auch hinweg. Genau, also gerade die drei Altsponsoren, die machen das ja nicht erst seit 2-3 Jahren und am Ende ist es viel Geld, ja, und machen sie aus Heimatverbundenheit und deswegen können wir uns als Vomatia da sehr glücklich schätzen, solche Sponsoren an unserer Seite zusammen als verlässlicher Partner. Man sieht das jetzt auch immer wieder, wie Vereine Probleme haben, neuen Hauptsponsor zu finden oder allgemein großen Wechsel haben. Davon sind wir die letzten 10-12 Jahre absolut verschont geblieben und das ist im Grunde die Basis, die drei gelegt haben und jetzt mit SAT. Ziel ist noch einen fünften dazu zu gewinnen. Also wenn einer Lust hat, es ist noch Platz am Tisch. Und natürlich die vielen kleineren Sponsoren, die kommen natürlich auch dazu. Nein, das hast du auch gar nicht jetzt ausgeschlossen, aber das ist natürlich auch wichtig zu erwähnen. Absolut. Insgesamt das Vereinsleben. Das lebt von der finanziellen Unterstützung, aber auch vom Ehrenamt. Jetzt gab es auch vor kurzem wieder einen Arbeitseinsatz. Christian, du hast in der Vergangenheit auch schon angepackt im Stadion. Warum ist es so wichtig, dass man auch da Flagge zeigt? Das ist auch wieder so ein Zeichen der Verbundenheit, finde ich. Also, dass dann die Fans das auch vom Herzen her machen. Also wirklich dann sagen, ich möchte da gern helfen, nicht irgendwie da dann sagen, können die das sich selbst leisten oder so, sondern das ist eine tolle Sache. Und ja, das Miteinander, das finde ich schon immer wieder sehr, sehr schön. Ne? So. Auch außerhalb des Spieltags, ne? Das ist ja, eine Verbundenheit und die spürt man auch in solchen Momenten. Genau. Es hat sich auch was getan, also klar, die Fanbeauftragten, die sind sehr präsent, ne? Daniel und Kevin, dann gibt es die Mitgliederbeauftragten, der Turtle und der Markus. Mhm. Also da tut sich auch was auf der Ebene. Wie nimmst du das wahr? Das ist schön, dass da diese Verzahnung da ist und dass es auch auf mehrere Schultern verteilt wird, nicht nur auf eine Person, die dann vielleicht für alles zuständig ist, sondern dass wir wirklich da zwei Leute haben als Mitgliederbeauftragte, zwei als Fanbeauftragte und die sich da auch dann gegenseitig unterstützen oder auch mal abwechseln, wenn irgendwas ist. Man hat ja auch noch ein Leben nebenher, das ist ja kein Hauptberuf. Ja. Das ist ja, wie man sagt, Ehrenamt. Ne? Ja. Aber ja. Zwischenzeitlich fühlt es sich wahrscheinlich für die Beteiligten an und einen Nebenjob. Ich denke schon, dass sich das teilweise schon ein bisschen wie ein Nebenjob anfühlt, auch wenn es nicht so in Anführungszeichen bezahlt wird. Ja. Eines Tages du vielleicht auch.
Fanbeauftragter. Glaub ich. Mal gucken, nee. Christian. Nee, nee. Also, wir sind fast am Ende unserer Sendung, aber natürlich ein Thema, es war sehr frustrierend, Florian, das Pokal aus. Und als du dann gehört hast, wem zugelost wurde, nämlich Borussia Dortmund, die spielen sogar in der Mewa Arena in Mainz. Hat es dich ein zweites Mal frustriert, als du das gehört hast? Ja, natürlich denkt man, oh je, aber man muss ja auch fairerweise sagen, es heißt ja nicht, dass wir gegen Dortmund dann gespielt hätten. Ja, also das ist ja immer die Annahme, dass genau unser Los dann das gleiche wäre. Natürlich rede ich mir die Sache jetzt auch ein bisschen schön, das ist klar. Es wär natürlich eine Riesengeschichte gewesen. Also der Spieltag in Pirmasens selbst war schon hart und die Tage danach, weil man im Grunde hat ja nicht Schott Mainz das Spiel gewonnen, wir haben es ja verloren. Wir haben es uns ja selbst eingebrockt, indem wir da wirklich wie eine Jugendmannschaft verteidigt haben. Das ist hart, aber es nützt ja nichts. Jetzt müssen wir, also ich werde mir das Spiel sicherlich nicht anschauen. Wir müssen halt jetzt dieses Jahr schauen, dass wir im Pokal, also wir wollen, wir haben so tolle Pokalabende oder Nachmittage in Worms, teilweise waren es ja auch Abendspiele. In Köln zum Beispiel abends. Das müssen wir wieder erreichen. Ja, das sagen wir aber jedes Jahr, es muss ja jetzt mal passieren. Da sind wir sicherlich zu schlecht die letzten Jahre gewesen. Also wenn man sieht, wir waren eigentlich immer mit die höchste Mannschaft, bis auf den Zeitraum, wo Kaiserslautern dabei war. Und dafür ist die Ausbeute im Pokal zu gering. Aber es gibt halt dann so Plätze wie Moorlautern und wo halt alles schief geht. Ja. Und, aber auch dieses Jahr, also Peter und die Mannschaft, mein, klar, die Jungs sowieso, das ist ein Riesenziel. Schauen wir mal. Also was auch Hoffnung macht, Peter Tretter hat ja in Pirmasens als Trainer bewiesen, dass er auch mit einer jungen Mannschaft aufsteigen kann, erfolgreich sein kann, auch wenn es finanziell ein bisschen schwieriger ist im Vergleich zu anderen Vereinen. Insofern, ich nehme positive Stimmungen bei euch wahr, darf mich recht herzlich bedanken für euren Besuch. Hat wieder Spaß gemacht und wir sehen uns im Stadion, würde ich sagen. Danke, dass ihr da wart und Sie, liebe Zuschauer, bleiben am besten dran im Wormser Montagsmagazin.